Irgendwie ungewohnt, ja, wenn man so irgendwie die ganze Zeit irgendwas anderes spielt. Irgendwelche anderen Shooter oder sowas. Da muss man erstmal wieder drauf klarkommen, dass jetzt hier der Ernst des Lebens wieder anfängt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und dieser Tage erreichen uns gar schreckliche Bilder aus der Silvesternacht in Berlin. Und ich glaube, schuld daran ist mein Silvestervideo. Nachdem die Klausens, die Ollis, die Thomasse und die Hansis alle mein Video gesehen haben, sind sie total durchgedreht, die Party war am Überkochen. Schauen wir mal kurz rein. Aber was sagen jetzt die Qualitätsmedien dazu? Sind sie mir schon auf die Schliche gekommen? Wurde ich schon als Übeltäter, als Quell des Übels erkannt? Dort heißt es, dass eben friedlich Feiernde nicht sozusagen ein Problem bekommen, weil eben die Feiernden, die Angreifer, die bundesweit... Genau, ja. Dass die damit nicht verwechselt werden und nicht die Falschen getroffen werden. Polizeiangriffe auf die Feuerwehr. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass die Gewerkschaft der Polizei sich dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach 2 Jahren Pandemie, und dass man da eben versucht, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben das zu großen Problemen geführt habe. Danke für die Einschätzung. Thomas Rostek nach Berlin. Puh, nochmal Glück gehabt. Schuld sind bis jetzt nur gruppendynamischen Prozesse und Corona. Ich bin fein raus. Geil. Nochmal richtig Glück gehabt. Und wir fragen nochmal schnell Dieter und Thomas, was sie davon gehalten haben. Aber das war für uns normal, Bruder. Ich kann auch zugehen. Ich habe Krieg erlebt. Also das war für mich normal. So ein bisschen Heimatgefühl, weißt du? Ja. Wallah. Geile Typen, richtige Einstellung, Heimatgefühl. Heimatgefühle kommen auch auf, jetzt langsam wieder mit dem ersten Video diesen Jahres von mir zu Escape from Tarkov. Neue Ziele wurden gesteckt und ja... Mal sehen, ob wir die erreichen können. Bin gespannt. Keine Ahnung. Der Wille ist da, die Lust ist auch da. Bock macht's schon wieder, obwohl die Skeps schon wieder kommen. Ach, lassen wir das. Wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bis dahin. Tschüssi. Also bin mal gespannt, wie lange wir jetzt warten. Für einen Skeff war es jetzt extrem lang. Also 7 Minuten, oder? Das ist ja schon... Was siehst du? Und wie ich es gesagt habe, so lange war ich gar nicht im Raid. Länger gewartet, als ich dann im Endeffekt drin war. Stahlbock, ich danke dir für deinen Sub im 4. Monat. Ja, klar, ich hatte ich schon vorhin jetzt im Stream erzählt, viel Arbeit sozusagen mit dem neuen Video. Hab da 6 Tage dran gesessen, wirklich jeden Tag. Die letzten 2 Tage war es extrem lang. Wann habe ich das erste Mal hochgeladen? Das war vom Mittwoch zum Donnerstag. Da habe ich 13 Stunden gearbeitet. Und dann habe ich gestern nochmal von 13 Uhr bis heute Morgen 5 Uhr nochmal mich mit dem Video rumgeschlagen. Und die anderen Tage vorher waren es halt immer so 8-9 Stunden.
Deswegen, ich hab's ja schon mitgekriegt, der Vibe startet und ich muss aber das scheiß Video fertig machen. Übelst Zeitdruck, weil das ist halt das Silvestervideo, was am Samstag rauskommen sollte und das hätte ich auch nicht verschieben können, zum Beispiel sagen wir auf Sonntag oder nächste Woche Montag oder so. Das musste fertig werden, da mussten Überstunden gemacht werden. Stahlbock, wenn du Bock hast, dann komm rein, dann rammeln wir hier zu zweit durch die Bude. Oder Mero. Oder beide, wie ihr wollt. Da Matze wieder nur am Labern. Oh, Alter, ihr Zocker, Alter. Da habe ich ja einiges nachzuholen. Welches Level habt ihr denn schon? Übrigens habe ich gesehen, meine Freundesliste ist wieder leer hier bei Tarkov. Das verstehe ich nicht. Warum das passiert? Warum sind alle Freunde weg? Beim letzten Mal waren wenigstens, glaube ich, noch 8 Stück in der Liste und die restlichen musste ich, jetzt ist die Liste komplett leer. Ach so, bist gerade wach geworden, ach so, okay. Ja, mal sehen, dann, ich zocke ja eine Weile, hoffe ich. Und wer da noch dazukommt und so, können wir auch schön zocken. Morty will, glaube ich, erst, hat er geschrieben, irgendwie am 2. ist er wohl erst dabei. Nachtschicht, Schlauch. Ja, das glaube ich dir. Bin, wie gesagt, bin immer froh, dass ich halt, ich musste früher auch mal Schicht arbeiten. Ach so, was mir gerade einfällt, so die Sounds sind ja auch recht eigenartig, oder? Habt ihr euch schon dran gewöhnt? Also ich kann das jetzt noch nicht als so richtig einschätzen. Ah, Bleispender, ah, geil. Ah, die Liste kam. Vielleicht ist meine ja schon da. Muss mal gucken. Da muss ich mal ein Auge riskieren, Brudi. Oh, Alter, habe ich mich erschrocken. Aber ich kann das nicht einschätzen, wie weit das weg ist. Also ich war gestern mal auf Shoreline und im Sumpf haben welche geschossen, gar nicht weit weg von mir. Und das war so leise. Und dann auf der anderen Seite waren die Schüsse wieder so laut. Mitchell, grüß dich. COD kaputt. Ja, neuer Vibe. Kennst das doch. Obwohl ich ja schon ziemlich spät, ich habe ja da schon 2 Tage verpasst. Komm gleich ins Discord, mach Kaffee. Ja, schön, wunderbar, freue ich mich. Oh, hier, hier. Shit. Ich habe ja kein Knochenmehl. Auch meine Munition habe ich auch vergessen. Ach, Ersatzmunition. Ach, Mann.
Komm, mach hin. Hast du Salema dabei, Kumpel? Oh. Oh. Alles, was das Herz begehrt. Steck das Ding mal rein, selbst wenn ich... Ich glaube, selbst wenn du drauf gehst, kannst du es gebrauchen fürs Hideout, oder? War das nicht irgendwie so? Ey, was ist denn jetzt? Er hat's... Alter... Mir wird's direkt wieder schwummerig. Ich muss mir erstmal die Knochen flicken. Oh, aller Schwede. Dieses Inertia, das. Daran muss ich mein alter Körper erstmal wieder gewöhnen. Ich habe schon wieder Krümel auf dem Mausbett. Und der Matze hat sich einen neuen Sitz gegönnt. Der alte war ja echt nicht mehr zu gebrauchen. Rein da. Kaiser, grüß dich, herzlich willkommen. So Männer, wie geht's euch eigentlich so? Konnte man... Sie ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Merci, merci. Seid ihr ohne mich gut über die Runden gekommen? So ein Idiot. Hab ich mich erschrocken, Alter. Ich habe nichts von ihm gehört, gar nichts. An den Sound muss ich mich auch erstmal wieder gewöhnen. Keine Ahnung. Puh. So eine Ratte. Hat er wahrscheinlich gehockt oder so. Aber man hört nichts. Ich habe nichts gehört. Keine Steps, gar nichts. Alter Schwede.